Ja gut, ich hoffe mal, bei euch ist alles fit im Schritt. Zoom. Rein, zoom. Raus, zoom. Naja. Joa. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass das jetzt schon Part Nummer 37 ist und ich weiß nicht, in was für Gefilde das noch ausarten soll hier. Bin mal gespannt, ob wir den Part 50 erreichen, also wenn man nach meinem spielerischen Können geht, dann auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Wovon ich mal ausgehe. Ja, wir sind immer noch in diesem komischen unterirdischen Kabuff hier mit mehreren Wegen, die wir zur Auswahl haben. Von ein paar wissen wir schon in etwa, was da ist. Hier oben ist wieder dieser Pseudo-Kerl an der Tür, wo ich immer denke, ah, da steht einer. Genau, da war man noch nicht drin. Hier rechts kam dieser eine komische Druidenkerl daher. Da waren hier rechts an der Wand diese, ah, wie nennt man die, diese Ablagen in Rot, Blau und Grün oder Gelb oder so, ich weiß nicht. Drei Stück auf jeden Fall. Und da war aber noch was anderes, glaube ich, im Raum. Und da hinten geht's. Obwohl, da hinten haben wir, glaube ich, auch schon geguckt. Ich guck mal eben erstmal da hinten. Blockiert. Oh, Hilfe. Gut, die ist blockiert. Das heißt, dann haben wir 1, 2, 3, geht's auch noch weiter. 3. Und da oben geht's auch noch. Also gehen trotzdem noch 4 Wege. Toll. Ja. Was kann man denn. Ah. Haben wir den schon mal abgelegt. Das heißt, haben wir mal ein bisschen weniger Ballast hier. Lalalala. Joa. Soll heißen, wir brauchen noch eine rote Echse. Ne Lars, da können wir jetzt nichts drauf tun, weil, Ich weiß nicht. ja, also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber. Ach so, das wäre jetzt mal ein geiles Versteck gewesen, aber da wären wir ja auch nicht hingekommen. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich denke mal, die sind hier irgendwo in der Nähe. Aber, was? Hier ist eine versteckte Tür, geil. Also noch ein Weg. Ja, das freut mich jetzt natürlich wieder total. Kann man hier mit irgendwas. Hier kann man raufklettern. Das ist gut. Hier ist schon wieder so eine komische Decke, wo es irgendwie geil aussieht. Also so kubisch irgendwie so. Cube. Von da nach da drauf. Ah, verstehe. Von da. Oh, nee. Geh hier drauf, geh hier drauf. Und da ist ein Speicherpunkt, das ist gut. Oh, hallo? Das Gute an denen ist wirklich, dass die schwach auf den Beinen sind. Kampfmusik, geh aus. Da kann man auch noch her. Oh, Leute, das gefällt mir überhaupt nicht, ey. Speichern. Das ist echt nicht meins, also ich weiß nicht. Das sind mir zu viele Wege zur Auswahl. Ine mine miste, es rappelt in der Kiste. Ine mine mu und aus bist du. Aus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. 2375 Jahre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Dieser Lösungsansatz ist nicht weiter empfehlbar. Zumindest nicht bei ägyptischen Grabstätten. Yes! Da geht's wieder hoch. Da geht's ja noch. Oh! Was? Oh, da ist der. Freiheit! Ja, komm, wenn wir jetzt einmal hier sind. Obwohl, nee, vorher nochmal abspeichern unseren grandiosen Erfolg, dass wir eine Quelle gefunden haben. Yes. Total toll. Gehen wir mal hoch. Was war da? Was? Ach so, was war das Quellsymbol? Ich dachte, wäre schon wieder eine Fackeln. Ich nehme mal eine mit, vorsichtshalber. Ja, es bringt jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts. Und in dem Moment, wo ich es jetzt gesagt habe, wird es wahrscheinlich jetzt gleich sowieso sofort wieder was bringen. Ich kenne ja mein nicht vorhandenes Glück. Ja, was ist jetzt hier? Das müssen wir. Ah, oh, das hat doch was gebracht. Ich sag's doch. Oh.
bereite ein Feueropfer vor und der mächtige Gott Ra wird dir wohlgesonnen sein. Cool, wir haben einen Gott auf unserer Seite. Wenn das mal keine erfreuliche Nachricht ist. Das Wort zum Sonntag, obwohl wir schon Sonntag haben. Ja, das ist kompliziert, ich weiß. Ja. Ja, das war jetzt das Feueropfer. Sehe ich das richtig? Das ist jetzt das Feueropfer. Gut. Will ich haben. Meins. Shit. Fuck. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ah, drei Stück sogar. Fuck. Ich muss da hinten hin. Haut ab. Danke. Ah, scheiße. Fuck. Oh. Verdammt nochmal. Das war voll fies. Evil, Knievel, wo war das denn? Das Ding mal. Hier bin ich eben reingelaufen, ne? Ja, genau. Fackel. Ja, hilft ja nichts, wir müssen es ja machen. Obwohl, dann sind es ja nicht. Gut, dann sind es nicht alles Echsen, sondern dann gibt's halt eine Echse, eine Schlange und was könnte es noch geben? Eine Katze zum Beispiel oder sowas. Oder ein. Was weiß ich, ein Feuersalamander. Weil die alten Götter es einfach können. Ja, das lese ich jetzt aus rein obligatorischen Gründen nicht mehr vor. Ach komm. Keine Lust, dass wir jetzt hier wieder so lange rumfighten. Am besten stellen wir uns mal. Nein! War das jetzt sinnvoll? Das wollte ich doch gar nicht. Kannst du das nochmal drehen? Dreh es bitte wieder zu. Dreh den Hahn zu. Mach den Hahn zu. Mach den Kopf zu. Komm, mach den Kopf zu. Verdammt. Ja. Okay. So. Moment. Der eine ist kein Skelett und der andere ist ein Skelett. Okay. Das heißt, ich mache erstmal die fertig, die... Oh, synchron. Oh, ihr macht das aber toll. Oh, ja. Stehe ich voll drauf. Synchron, ja. Ah, prickelnd. Ah, geil. Wow! Scheiße. Ah, hier unten waren wir schon mal. Ah, das ist ein Rundgang. Das ist ja geil. Ich wollte schon sagen, du bist aber noch hier. Aber nicht mehr lange. Tja. Und just in dem Moment, wo ich es gesagt habe, war ja auch schon futsch. Das ist ja geil. Wo ist jetzt näher, wenn ich zum... Obwohl, da unten ist ein Speicherpunkt. Das ist erstmal gut. Benutze ich den nämlich erstmal. Ja. Renn um dein Leben. Einfach, weil du es kannst. Lalalala. Lalala. Und hier speichern wir nochmal ab. Ja, wir haben von einem Speicherpunkt zum anderen Speicherpunkt abgespeichert. Ja. Ist das prickelnd. Herzerweichend. Okay, sein Kinn steckt einfach. Er steckt sein Kinn weg. Ja. Er steckt nicht den Kopf in den Sand. Er steckt den Kopf so halb in seinen... Ja, sein Pullover, sage ich jetzt einfach mal. Speichern. Oberste Devise. Würden die Bayern sagen. Ne? Devisen. Ach, Devisen. Daher kommt ja auch das Begriff, ja. Das Wort, das Begriff, Alter. Devisen. Das hat man dann halt nur falsch irgendwie geschrieben. Das heißt eigentlich Devisen. Und daraus wurde Devisen und jetzt heißt es einfach Devisen, also D-E-V-I-S-N. Tja, merkartig. Ich guck mal eben, was die Uhr sagt.
habe überhaupt kein Zeitgefühl. Das ist schlimm. Ich lebe vollkommen ohne Zeit. Ja. Ein paar Minütchen haben wir noch. Gehen wir einfach mal um. Hier weiter. So weit geht's ja hier gar nicht. Wo kommen wir jetzt raus? Okay, wir kommen gar nicht hier raus. Was bringt mir das jetzt dann hier? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja. Ja gut, ich sag mal so, dann haben wir einen Weg wieder ausgeschlossen. Das freut mich total. ja. Dann haben wir auf dem Weg alles fertig. Dann gehen wir doch mal die andere... Gehen wir mal die andere Richtung lang. Also, gehen wir hier wieder runter. Gehen wir mal von der anderen Seite hier wieder runter, dass wir das auch mal erlebt haben. Das ist ja so ein tolles Erlebnis, hier mal von der anderen Seite runter zu gehen. Das ist eine ganz neue Perspektive. Ja. Hier unten kommt man auch irgendwie noch hin, weil, wie wir gesehen haben, ist hier da hinten nämlich ein Energietropfen. Oder es ist so ein Fake-Energietropfen, dass man da überhaupt nicht hinkommt und man sich den Kopf da zerbrechen soll. Ah, wie komme ich da nur hin? Irgendwie sowas. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil, so ein bisschen, das beruhigt mich ein bisschen, dass da oben der freie Himmel ist. Also so ganz tief sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht so ganz tief gesunken, aber ja, falls wir sinken sollten, sinkt auf jeden Fall das Niveau mit uns. Da bin ich mir ganz sicher. Die muss da unten gar nicht rein. Achso, ich dachte gerade schon. Ich will da aber eigentlich noch nicht rein. Ich habe doch hier unten noch nicht alles für. Ich kann doch jetzt nicht... das ist auch schon wieder so suboptimal irgendwie. Da hinten habe ich jetzt wieder was angebrochen. Hier unten ist was angebrochen, was noch nicht fertig ist. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt kacke. Ich gehe da jetzt noch nicht rein. Das Einzige, was ich dem Spiel hier auch zugute halten muss, ist, dass hier die Gegner nicht so nachspawnen. Gehen wir mal hier hoch. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Wir kommen in eine kleine Kampfarena. Aber zumindest sind sie gnädig mit den Speicherpunkten. Fuck, ich wusste es. Ja, so die Rambo-Taktik, die ist irgendwie nie so wirkungsvoll. Ein Versuch machen wir noch. Das müsste eigentlich passen. Vorsichtshalber. Ach, die Schlange haben wir noch nicht eingesetzt jetzt, okay. Ach, du sollst rennen. Run for your life. Mach die Tür auf. Hallo? Er macht die Tür nicht auf. Warum machst du? Sag bloß, du musst das Schwert dafür in der Hand haben, um die Tür aufzumachen. Oh, ich brech zusammen. Ich brech zusammen. Auf dem halben Weg kommt er angelaufen, ne? Oh, jetzt geht die Tür wieder zu. Ich hasse das mit den Türen. Okay, jetzt dreht er völlig ab. Pff. Hauptsache von hinten kommt jetzt keiner. Hallo? Ey, würdest du mal bitte schießen? Dankeschön. Du bist ein gefundenes Fressen, weißt du das? So, dich mal jetzt noch eben fertig, komm. So, genau. Mein Timer vibriert hier schon wie irre. Natürlich mit meinem Kämpfen, das ich nicht ausstellen kann. Gut, hier speichern wir ab. Haben wir wieder was gelernt. Nämlich, was denn eigentlich? Was haben wir denn gelernt? Wir haben gelernt, dass, man manchmal denkt, man findet viele Sachen für einen Weg, damit man weiterkommt, aber irgendwie werden dann viele Sachen angebrochen und man weiß überhaupt nicht, wie die zu Ende gehen sollen. Merkartig. Recht herzlichen Dank für eure merkartige, vielseitige, diverse Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.